So, ich bin jetzt hier mit dem großen Finale. Habe ich mir jetzt vorgenommen, heute das mal durchzuspielen. Ist ja eigentlich nicht mehr weit. Ich muss Strom herstellen. Dafür brauche ich jetzt hier dieses Gerät. Hier ist der Gerät. So, das ist jetzt die dritte Lampe. Die ist grün, das ist toll. Das heißt, jetzt kann ich da durch die eine Tür durch. In der hier vorhin Ewigkeiten bei bin. Letztes Mal die andere Lampe da noch grün hingekriegt. So, dann kann ich jetzt die eine Tür durch. Hier habe ich ja auch dann letztes Mal diese ganzen Insekten da abgeballert. Immer noch so warm heute, das ist Halleluja. So. Hebel bewegen. Yep. Warum kann man nicht beide gleichzeitig runter machen? Da auch einen runterholen. So. Klack. Und es ist offen und ich kann durch. Hier bin ich auch. Und es geht die Treppe runter. Wie hieß das? Letztes Mal in der vierten. Unten ist der Tyrant, ne? Chris? Jill. Chris, Wesker's the... I know. Geht nicht auf. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Gut, muss ich wohl Strom machen, damit die Tür mit Strom aufgeht, ne? Hier sind nicht vergessen, wenn ich dann später wieder da rauslaufen will, dann fliegt ich ja mit hoch. Das wäre ja auch lustig, ob man dafür dann eine Trophäe bekommt, wenn man die hochgehen lässt. Da. So nach dem Motto: Huch, ich hab's vergessen. Tja, dein Pech. Ich weiß es nicht. Das Ding, und ich habe ja das lange Ding, also
So, jetzt kommt da dann dieser, was auch immer rein. Nochmal Treibstoffkapsel, genau, Treibstoff ist da drin. Ne? Eine Nitroverbindung durchrennen könnte eine Tür der Explosion. Okay. Gut, und was heißt jetzt überhaupt rennen? Ja. Zum Glück habe ich dann die ganzen Gegner da schon weggeballert. Sonst wäre das vielleicht ein Problem. Wenn die mich vielleicht umschubsen würden oder was, ob das dann auch hochgehen würde, ich weiß es nicht. Na gut. Treibstoffdingens, das war ja bei der einen Ecke da unten auf der Karte. Okay, das kann dauern. Ich melde mich dann wieder, wenn ich da bei diesem Schalter bin, wo ich das Licht da reinstecken muss. Da unten auf der Karte, in der Mitte ungefähr. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder hierher gelaufen zum Gerät, wo ich diesen Treibstoff jetzt rein muss. So, das bedeutet zum Beispiel, der Fahrstuhl hätte jetzt Strom. So. Dann muss ich zum Hauptschalter, glaube ich, und das Ding betätigen. Und ich würde mal sagen, diesen einen Raum oder zwei Räume überspringe ich auch mal kurz eben. Bis gleich. So, jetzt bin ich schnell hier hingelaufen und jetzt kann ich den Hauptschalter aktivieren. Jawohl, grünes Licht. Okay, ich habe ganz gut gerumst. So, das bedeutet, der Fahrstuhl läuft, also fährt, wie auch immer. Dann kann ich jetzt wieder zurückgehen, wenn ich will. Okay. Mein Ohr juckt. Ich muss mal eben jucken. Gut. So, jetzt werde ich dann nochmal hier speichern. Habe jetzt einiges geschafft, mit diesem Treibstoff und so dahin zu laufen. Bin zum Glück nicht hochgegangen und ja. Strom ist da. Dann mache ich das da unten hin. So, nochmal 32. So, ich kann ja mal einiges mitnehmen. Pistolenmagazin, ja. Magnum ist aber stärker. Nehme ich das mit. So. Weil, wenn ich jetzt mit dem Lift da runterfahre und da ja dieser Tyrant ist, oder so Tyrant, dann denke ich mal, brauche ich einiges an Munition und so. Und auf
ein Weg da unten oder halt im Raum, denke ich mal, könnte der noch eine Heilung sein oder sowas, damit man gegen ihn hier übersteht oder so. Die Runde. Mal gucken. Ist immer noch erschlossen. Okay, kriege ich jetzt wohl noch nicht raus. Na gut, dann vielleicht, wenn der Tyrant oder Tyrant dann weg ist, dann lasse ich dich noch hier unten schmoren. Haha. Du kannst halt dich erstmal alleine mit dir selbst da beschäftigen. Und so. In der Zelle sieht ja keiner. Na gut. Vor uns, würde ich mal sagen. Gegen den Tyrannen da. Den Tyron. Okay. Es wird spannend. Der Fahrstuhl kommt. Oh. Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Okay. Jetzt kommen Sie erstmal. Gut. Vielleicht kämpft sie ja mit gegen den Tür. Heißer Dampf. Okay, Labor 4. Na dann. Wo ist dieser Tyrann, Tyrant oder so? Die heiße Frau, ey. Geht nach oben auf. Wesker. Hallo, Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh, yes, dear. Just like this. Becca! Don't move. You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Da ist er.
ultimate life form, Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Ja, das hat er davon. Schwein, du. Und du bist so hässlich, ey. Come on, you test tube freak. Der ist so hässlich, der Typ. Oder dieses Monster halt. Oh. Aua. Ich glaube, im zweiten Teil, den ich mal hatte, da muss man gegen den auch kämpfen. Da ist man, glaube ich, so ein Fahrzeug seitwärts runtergefahren. Hallo. Der liegt doch schon auf dem Boden. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 31 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, von dem wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Und was ist dir klar? Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein eingemesseneres Wort. Okay. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entdeckung des G, das die Leitung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Okay. Gut. Da hat der Wesker doch einfach mal... Hat er mal auf die Rebecca geschossen, ey, der Typ, ey. Also, ich glaube, in dem zweiten Teil bin ich ja mit den Fahrstuhl... Ne, beim Remake, glaube ich, war das auch. Mit dem zweiten, also, fällt man besser. Und auch ein Lift runtergefahren, der ging so seitlich runter, nicht wie der hier, so ganz normal von oben nach unten. Und da kam auch dann der Tyrant an und dann muss man da auf diesen Lift, auf eine Plattform mit ihm kämpfen. Das ist aber schon eine Weile her, ob ich das gemacht habe. Gucken wir doch mal hier nach Rebecca. Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Na, da hat sie noch mal Glück gehabt. Dass sie eine dicke Kugel ihre Weste da trägt unter ihren kurzen Oberteil, was sie da hat.
Und ihre knackige Hose da, ey. So, Tür auf. Und jetzt oben. Nee, der fällt runter. Nochmal da runter. Wir waren doch von dem vierten. Der war doch ganz unten. Riss? What is it? I found a file in the lab. Apparently, there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Ja. Okay, dann jag das Ding mal hoch. Ich muss mich aber dann noch um was kümmern. Moment. Bevor die Alte anfängt, was hochzujagen. Hoppala. Moment. Ich muss erstmal die Farbbänder nehmen. So. Darf ich noch einmal speichern? Da ist es dann egal wo. So. Speichern beendet. 34 Mal. So. Und 42 Farbbänder habe ich noch. Alter. Unglaublich. So, ich habe jetzt da Munition, 500, ja. Und ich habe noch diesen einen kleinen Schlüssel da aus dieser Villa da, aus dem Herrenhaus. Ich habe den noch gar nicht richtig ganz benutzt, den Schlüssel. Kann man mal sehen, wa? So, wo muss ich denn jetzt hin? Die Alte war ja unten gefangen noch, genau. Also, Syl war noch gefangen. Dann werde ich die mal da rausholen, ne? Ich lasse die doch nicht zurück. Das wäre ja auch mal lustig dann zu sehen. Oder so, wenn man die zurücklässt und man haut einfach ab um ihr. Oh Gott, jetzt sind noch viel mehr. Nein. Vielleicht zwei Stück. Alter, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur hier raus. Ihr werdet sowieso vernichtet. Warum soll ich denn noch gegen euch kämpfen? Ihr werdet gleich verbrennen, scheiß Insekten hier. So. Sill, bist du noch da? Wir müssen hier raus, da fliegt sich alles in die Luft und so. Na dann. Hallo, hier kommt ein Retter. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Ja, alles klar. Wir müssen in diesen einen Speicherstadt nochmal laden und dann ohne ihr rausgehen. Um zu gucken, wie dann das Ende ist. Haha. Wäre vielleicht mal ganz lustig zu sehen. Oder nicht so lustig, wer weiß. Let's get going! Ja, ja. Mann. Du bist eine sportliche Frau, aber ich doch nicht. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately.
So. Okay, muss ich jetzt... Muss ich zum Lift oder muss ich die Treppe hoch? Ich habe das nicht gesehen, wo die jetzt hingelaufen ist. Na, wenn der Fahrstuhl fährt ja runter, wie hoch? Mal gucken. Ich steige einfach mal ein. Aber das kann ja nicht sein, sonst wäre sie ja da oben. Von der Tür wäre ja dann mitgekommen. Und bin ich ja wieder hier unten? Nee. Hoppala. Und ungefähr, hä, wartet auf mich, ich will mit. Ich will mit fliegen. So, mal gucken, Sil, bist du hier oben irgendwo? Gucken. Öffnen.
Okay, ein Erste-Hilfe-Spray. Nein, darüber. Zum anderen. Und? Da. Gut, Kräuter. Also eins. Okay, jetzt ist aber immer noch rot. Sind da noch mehr von den... Nee. Die funken ja nicht so. Ach Gott, was mache ich denn? Ich gehe nochmal zurück. Weiter Raum ist... Also der Gang ist immer noch rot und... Jim muss auch denken. Hey Chris, wieso rennst du wieder zurück? Wir müssen hier raus. Der ganze Laden dünkt doch gleich in die Luft, Mann. Tja. So, schnell öffnen hier. Das eine grüne Kräuterchen. So, ich mach mal die Dinger hier zusammenlegen. So, 31. Das ist gut. Moment. Nee. Dann. So, Magno nehme ich nochmal mit. Nur zur Sicherheit. Okay, mal sehen. So. Okay, da ist, ja, mehr kann ich nicht tragen. Oh Mann, ey. Sil, tut mir leid, ich muss nochmal zurück. Ich mach das ganz schnell eben. Fühlt sich das an, hört auf schnell. Piep, 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 so komisch. Okay, jetzt kann ich das mitnehmen. So. Da muss die Sicherung rein. Na, was für ein Zufall, dass die gerade 2 Meter davor lag. 3 minutes to detonation. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But... Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Minuten habe ich Zeit. Okay, und die Zeit läuft ja voll und ich kann noch nicht mal irgendwie richtig kämpfen oder sowas. Wenn wir oben noch mal kämpfen sollten. Mit der Zeit. Okay. Na, zum Glück habe ich da einmal Platz. Dann prüfen. Signalraketen. Okay, dann geben wir doch mal unseren Hubschrauberpiloten ein Signal. Also dann. Und Feuer frei.
Peng. So, der Fahrstuhl kommt hoch. Chris! You okay? Yeah. Überraschung, er ist wieder da. Autsch. Okay, ein Raketenwerfer. Das ist immer gut gegen den Dicken. Oh, Moment. Na dann. Feuer frei. Gut, der war gerade auf mich zugestürmt. Stand 1 Meter vor mir, aber... Wir sind gerettet. Ja, das war Resident Evil in HD. Oh je. Ja, ein immer noch sehr schönes Spiel, auch nach den ganzen Jahren und so. Gut, ich hatte hier und da vielleicht so kleine Probleme, in das eine Zimmer mal zu kommen und so und vielleicht den einen oder anderen Schlüssel oder was auch immer zu finden, aber es war ein sehr schönes Spiel. Und hiernach werde ich dann dieses Resident Evil Zero spielen. Bin ich mal gespannt, wie ich da durchkomme, wie ich mich da schlagen werde und so weiter. Und wie lange dieses Let's Play dann dauern wird. Tja. Man könnte dieses Spiel natürlich jetzt auch noch mit Sill durchspielen, aber da wird sich nicht allzu viel ändern, denke ich mal. Und deswegen, ja, bedanke ich mich an dieser Stelle. Wenn es dir gefallen hat, kannst du vielleicht den anderen Teil bei mir noch mal gucken. Sofern dann schon die eine oder andere Folge vielleicht dann da sein könnte irgendwann. Früher oder später. Natürlich dann ja. Okay. Dann bedanke ich mich. Wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche oder was auch immer. Und dann schau doch irgendwann mal wieder vorbei. Bis dahin, wenn wir uns irgendwann wieder hören sollten. Mach's gut und bye bye. Chris, you did a fine job.